Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FIFAplays.de. Und heute, meine Freunde, machen wir mal die große FC-Umfrage auf der Express-Seite. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Wir schauen uns mal an, was da so gefragt wird. Ich habe gedacht, so als kleiner Ersatz dafür, dass leider diese scheiß Länderspielpause wieder ist und wir keinen FC gucken können und ich keine FC-Reaction machen kann, habe ich mir gedacht, komm, wir laden mal diese FC-Umfrage hoch, sagen mal unsere Meinung zu den Fragen, die da gestellt werden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz entspannt rein und schauen mal, was die da von uns wollen. So, meine lieben Freunde, wir gehen rein in die FC-Umfrage. Erste Frage, schafft der erste FC Köln den Klassenerhalt? Ja, die Mannschaft landet mindestens auf Platz 15, glaube ich leider nicht. Kommt schon wieder nächste Werbung. Der FC bleibt Erstligismus über den Umweg über die Relegation. Nein, Köln steigt zum siebten Mal ab. Ich glaube leider das dritte. Wir werden am Ende nochmal die Fragen nochmal durchgehen und nochmal erläutern. Was ist laut Ihrer Meinung der Hauptgrund für die aktuelle Krise? Der unausgewogene Kader, Trainer Gisse und die Entscheidungen. Das geht nicht um die Verantwortlichen. Die Spieler müssen abliefern. Das Verletzungspech in dieser Saison ist zu groß. Das vierte auf keinen Fall. Das dritte glaube ich auch nicht, weil ich glaube, dass die Mannschaft gut genug ist. Ich glaube tatsächlich, dass es Gisse und die Entscheidungen sind. Auch wenn du keinen Stürmer hast. Man kann natürlich auch das erste wählen. Ich nehme trotzdem den zweiten Grund. So, der Club hält weiter an Trainer Markus Gisse fest. Die richtige Entscheidung. Ja, man sollte mit ihm die Saison zu Ende durchziehen. Nein. Das ist okay, wenn der Tabellennachbar Mainz nicht gewonnen wird. Dann muss Schluss sein. Ja, aber ganz ehrlich, wie lange will man denn noch warten? So, man hätte schon längst ein Zeichen setzen müssen. Nein, die Länderspielpause war die letzte Chance, nochmal einen sinnvollen Impuls zu setzen. Ja, genau. Sagen auch die meisten Leute tatsächlich. Was macht Ihnen Hoffnung für den Bundesliga-Endspurt? Mit Bono, Anderson und Kainz kehren wichtige Spieler zurück? Ja, ja. Die Dortmund-Leistung lässt sich drauf aufbauen? Nein. Haben wir schon oft die Saison gedacht. Ach, Digga. Express-Seite ist zu schlimm. Der FC spielt noch gegen die direkten Konkurrenten. Ja gut, aber meistens gewinnt zwar gegen die nicht. Nichts von all dem. Hoffentlich punktet die Konkurrenz noch schlechter als Köln. Ja, das ist es. Also, man muss hoffen, dass die anderen weniger punkten. Wobei ich glaube, dass Mainz und Hertha das nicht machen werden. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Sportdirektor Horst Held? Sehr zufrieden. Er stellt den FC für die Zukunft auf. Naja, das werden wir irgendwann mal sehen. Ach, Digga, unfassbar, wie viel Werbung, ey. Zufrieden, er macht das Möglichste aus den Bedingungen. Nein, sage ich nicht. Unzufrieden, hätte mir mehr von ihm erhofft. Sehr unzufrieden. Also sehr unzufrieden nicht, aber schon das dritte, würde ich jetzt sagen. Ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft. Finanzchef Alex Werle soll von der DFL Stuttgart und Frankfurt umworben sein. Wie sollte sich der Vorstand verhalten? Ja, also auf jeden Fall, ohne dass ich das jetzt gelesen habe, der Mann, der ist absolut maximal wichtig für uns. Können wir direkt das erste nehmen. Ja, sagen auch mehr als die Hälfte der Leute, ist auch richtig so. Ein Jahr ohne Fans in Müngersdorf, welche Auswirkungen hat das auf den ersten FC Köln? Mit den Fans im Rücken wird der FC auf jeden Fall besser dastehen. Die Geisterspiele haben keine Auswirkungen auf die sportliche Leistung. Ja, das doch schon. Also ich glaube schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt, keine Ahnung, 10. 11. dadurch wären, aber ich glaube schon, dass wir den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätten. Vor allem zum Beispiel in so einem Spiel jetzt wie gegen Dortmund, wären mit Fans auf jeden Fall wahrscheinlich ein Dreier bekommen, würde ich jetzt mal so sagen. Der Fußball versucht den Spielbremen in zusätzlichen Hygienemaße aufrecht zu halten. Wie stehen Sie dazu? Richtig so, der Fußball schafft den Menschen Ablenkung. Man hat immer ein mulmiges Gefühl. Ne, auf jeden Fall das Erste. Ich bin allgemein, was Corona angeht, der Meinung, dass mal wieder Normalität her muss. Überall, wo es möglich ist, sollte wieder Normalität her. Und im Fußball hat man die Möglichkeiten zu testen, meine Meinung. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen für den ersten FC Köln fürchten Sie durch Corona? Der FC wird gegenüber
den Investor-Clubs weiter am Boden verlieren, aber die Krise überstehen. Der FC wird gut geführt, dann ist der Krise sich denn, nee. Also schon das Erste. So Clubs wie Hoffenheim oder Wolfsburg oder so, die ziehen da jetzt nicht so einen Schaden raus wie wir. So, ich glaube, es ist die letzte Frage. Der Vorstand plant auf der Mitgliederversammlung die Rechte der Mitglieder in Finanz Investorenfragen zu prüfen. Wie denken Sie über einen Investoreneinstieg? Dass der Lauf der Zeit der FC braucht einen starken Partner, um wieder nach oben zu kommen. Ja, aber dann muss es ein Partner sein, der nicht zwingend immer reinredet, der nicht sagt, ihr müsst jetzt den und den und den Spieler holen. Das Geschäft, also wen man holt, muss halt noch immer weiterhin halt über den Sportdirektor, über den Sportchef laufen. Wenn dieser Partner mit einredet, ist es immer schlecht, meine Meinung. Darum ist es auch bei Hertha schwierig, glaube ich. Der FC hat nach 2012 gezeigt, dass man auch ohne Investor sportlich wirklich den Erfolg zeigen kann. Solange es geht, sollte man unabhängig bleiben. Ja, okay, das eigentlich schon. Also ich glaube, dass ich würde das zweite nehmen. Okay, die meisten sagen doch Investor. Ja, Freunde, das war die große FC-Umfrage. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was ihr von dem Ganzen sagt oder ob ihr es vielleicht sogar gemacht habt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, ob ich jetzt 100% alle Fragen wiedergeben kann, weiß ich nicht, aber ich muss ehrlich sagen, Freunde, ganz gute Fragen, viele Fragen, die ich mich auch schon lange über die Saison stelle. Also, um es nochmal zusammenzufassen, Alex Werle ist absolut unverzichtbar. Das ist für mich einer der wirklich intelligentesten Leute im Verein. Den Mann muss man unbedingt halten. Und wenn man ihm das doppelte Gehalt gibt, der Mann muss safe bleiben. Wichtiger Kopf bei uns im Verein. Investorenfrage habe ich mich auch schon sehr oft gefragt. Natürlich ist es immer schöner, wenn du selber erfolgreich bist. Die Frage ist halt nur, willst du ewig halt im Abstiegskampf rumkrebsen oder willst du irgendwann mal wieder richtig nach oben kommen? Und wenn du halt gute Talente hast, bist du halt irgendwann gezwungen, die halt zu verkaufen. Und dann wird es halt schwer, auf Dauer irgendwann mal oben wieder anzugreifen oder allgemein obere Tabellenhälfte zu spielen, wenn du es nicht machst. Deshalb, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Aber alles in allem glaube ich schon, dass du irgendwann leider nicht mehr da dran vorbeikommst, aber du musst halt, wenn du einen Investor dir reinholst, musst du demjenigen halt bewusst machen, dass er Partner und Geldgeber in dem Moment ist, aber er darf nicht von außen sagen, ich will aber jetzt den Spieler, ich will den Spieler, ich will den Spieler. Das muss noch immer über den Sportchef und über den hoffentlich neuen Trainer irgendwann laufen. Und dann kannst du meiner Meinung nach auch irgendwann damit Erfolg haben, aber ja, schwierig. Schreibt mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, was ihr von dem Investor halten würdet. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, hat halt Vor- und Nachteile. Vielleicht mache ich sogar darüber irgendwann mal einzeln ein Video. Ich finde das Thema eigentlich sehr interessant. Ja, dann zum Abstieg. Ich glaube leider, dass es uns erwischen wird, weil ich habe mir mal die Restprogramme angeguckt. Wie gesagt, Hertha und Mainz, die haben jetzt allgemein schon mal einen Aufschwung. Und wenn die halt noch 3 Spiele gewinnen von 8 Spielen, was halt nicht so unwahrscheinlich ist, dann brauchen wir halt schon 4 Siege aus 8 Spielen. Und wer sich unser Programm mal angeguckt hat, wir haben noch Leipzig, wir haben noch Leverkusen, wir haben noch Wolfsburg. Ja, ich weiß nicht. Klar kann man jetzt noch sagen, wir spielen auch noch gegen Hertha und gegen Mainz und gegen Schalke, okay, aber die Spiele musst du halt auch erstmal gewinnen. Also ich bin da irgendwie nicht so positiv gestimmt, weil man halt aufs nächste Thema gekommen, weil man halt weiterhin an dem Trainer festhält. So, und deshalb, ich kann nur eins zu eins unterschreiben, was ich eben gewählt habe, dass man jetzt in der Länderspielpause hätte die Reißleine ziehen müssen, weil du hast jetzt nochmal 2 Wochen Zeit gehabt, nicht mit allen Spielern, aber einen Großteil der Spieler zu arbeiten, nochmal einen neuen Impuls zu setzen, und das hast du jetzt verpasst. Wenn du in 1, 2 Wochen dich von dem Trainer trennst, dann kommt halt ein neuer Coach und der hat nur 2 oder 3 Wochen Zeit, sich überhaupt mit der Thematik, mit dem Kader, mit den Spielern auseinanderzusetzen. Und dann wird es schwer, halt so einen Boom-Effekt zu setzen, dass du dann innerhalb von ein paar Tagen nochmal halt reagieren und agieren kannst in den Spielen. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man immer noch diesen Weg fährt. So, dann sagt ein Horst Held, ja, wir müssen von Spiel zu Spiel ihn bewerten. Digga, wir haben
in der letzten Saison in der Rückrunde kein Spiel gewonnen und wir haben 8 Spiele diese Saison gebraucht, bis wir ein Spiel gewonnen haben. Und die Spiele, die wir gewonnen haben, da war meiner Meinung nach, ihr könnt es auch mal gerne reinschreiben, wie ihr es seht, aber da war kein Spiel dabei, was überzeugend mit Leistung gewonnen wurde. Alle Spiele waren Glück, die wir gewonnen haben. Wir haben in Mainz Glück gehabt. Die hätten am Ende locker einen Ausgleich machen können, mindestens. In Dortmund haben wir Glück gehabt, dass Haaland da im Fünfer daneben rutscht. So, und auch auf Schalke, so ein Last-Minute-Tor, keine Ahnung, also für mich war nichts Überzeugendes dabei. Und deshalb weiß ich nicht. Also, ich frage mich halt, was für einen Weg man gehen will überhaupt. So, diese Frage stelle ich mich immer, weil, wie gesagt, ich habe schon öfter gesagt im Stream, auch in den Videos, wenn du halt die Klasse halten solltest, wie willst du denn nächste Saison fortfahren? Du verlierst wichtige Stammspieler und du hast einen Trainer, der über 1,5 Jahre kein Konzept hat. Weiß ich nicht, Freunde. Also ich finde es auf jeden Fall ja, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube halt, dass Mainz und Hertha da viel bessere Karten hat und wir halt schläferisch sind. Guck mal, man sieht es ja auch bei Leverkusen so. Bei Leverkusen war trotz der schlechten Phase jetzt meiner Meinung nach eigentlich noch alles drin so. Aber die reagieren halt direkt und schmeißen den Coach direkt raus. Wir halt nicht. Wir eiern da immer und dümpeln immer weiter so rum. Ja, ist halt so. Keine Ahnung. Sehr, sehr schade. Freunde, lasst mich auf jeden Fall sehr gerne wissen, was ihr zu dem Ganzen sagt. Ich werde euch die Umfrage auch nochmal unten verlinken. Ich weiß zwar nicht, wie lange die online ist, aber wer Bock hat, kann das gerne auf jeden Fall mal machen. Und lasst mich auf jeden Fall mal eure Meinung zu den ganzen Dingern wissen. Ihr könnt auch gerne zu jeder einzelnen Frage in der Umfrage eine Antwort reinschreiben. Also ich lese immer gerne Kommentare und diskutiere oder rede mit euch. Habe ich immer Spaß dran. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder dabei seid. Bis dahin, haut rein, euer FIFA Plays.de. Ciao, ciao.